Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu einer neuen Staffel von Anno 1800. Und willkommen hier zurück zu Crown Falls. Wir hatten ja beim letzten Mal uns so ein bisschen mit der Kohle befasst. Haben hier, ja, zwei Routen. Hatten wir die schon eingerichtet? Ich will mal ganz kurz schauen. Ja, hatten wir. Versuchen, dadurch mal so ein paar mehr. Also Paul Bait, La Ferte, Ville Frasch, okay, hier. Hatten wir eigentlich alle mitgenommen? Sieht so danach aus, ne? Golden Höfte, vom Nestman und nachdessen. Naja, es ist der, der die drei hier mitnimmt. Welche nimmt der andere mit? Nachdessen? Nachdessen ist bei keinem mit drin, ne? Was wollten wir eigentlich in Nachdessen? In Nachdessen wollten wir Öl fördern. Da waren wir auch stehen geblieben, um ehrlich zu sein. Da müssen wir noch mal kurz gucken. Machen wir hier mal weiter. Das Sahnehäubchen für unsere Frau. Eine Allianz wollten wir nicht. So, deswegen gucken wir mal hier. Der Ölhafen steht schon mal. Jetzt wollten wir noch mal wegen den... Gleisen mal schauen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier sollte das noch weitergehen. Kisten unter Deck. So, jetzt stellt sich die Frage mit dem Öl, ne? Nachdessen könnte man jetzt auch Öl holen und dann hier wieder hinbringen. So, super. Das steht hier erstmal. Und wir werden mal beobachten, ob das einen Impact hat. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ja, es fehlt an Kohle. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend, das hier am Laufen zu halten. Eigentlich sollten wir genug haben. Wo hakt es mit der Produktion? Warum lässt... Hier ist schon wieder voll, ne? Ja. Das sollte sich jetzt bald verbessern. Dran anhalten! Da stelle ich mir jetzt die Frage, wo das Schiff ist. Mehr Druck im Kessel. Mir gefällt nicht, was ich in der Zeitung lese. Also wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass erstens die Produktion nicht stockt. Und zweitens, dass eigentlich immer genug rübergeschifft wird. Kisten unter Deck! Ich glaube, der holt das da jetzt ab. Und das wollen wir uns mal angucken. Frachtschiff steht bereit. Wir gucken mal. Ich glaube, der fährt jetzt hier hin, ja.
Das ist ein Riesenkonto, das muss lang jetzt. Neue Befehle? Mehr Druck im Kessel. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Super. Dran anhalten. Ja, das müssen wir echt beobachten. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Desperation Bay kriegt jetzt auch keine Kohle mehr. Echt gut, das läuft. Das läuft hier in der Arktis. Einwohner sind unzufrieden. Das wird echt noch eine Sache hier. Echt anstrengend, aber wir müssen da durch. Also es hilft nichts. So, wie sieht die allgemeine Situation aus bei der Kohle? Eigentlich sollte das reichen. Schnaps ist niedrig. Dann werden wir jetzt mal noch einen anschmeißen müssen. Wie geht's? Jetzt geht's schon wieder runter. Ich muss schon sagen, es... Warum ist das denn immer so? Okay, jetzt passt das. Rum ist zu niedrig. Woran liegt das? Nur 83? Schlaglöcher passen. Wir werden immer noch nicht gebraucht. Starten wir das mal. Hier brauchen wir jetzt mehr Bauern. Ui, 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 ui. Das wird hier noch was. Hier geht nichts mehr. Wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen, hier mehr Leute ranzukriegen, ne? Obwohl wir das hier so schön strukturiert haben, passt das hier so nicht. Wir machen es mal so. Und ich schau mal, ob wir hier noch so zwei Häuser reinkriegen. Das würde passen. Aber wir brauchen nur ein drittes. Wir überleben. Eine lange Reise. Hier würde auch noch ein Häuschen hinkommen, ne? Denn eigentlich brauchen wir diese Mauern hier nicht. Herr, vergib der Jugend von heute.
Oder man lässt es da weg. Müssen wir gucken. Also ich weiß es jetzt noch nicht so genau, wie wir damit umgehen wollen. Okay, hier könnte noch eine Kirche hin. Machen es mal so rum. Ich werde das hier noch umbauen müssen, klaro. Ich fühle mich wieder jung. Dann hoffen wir mal, dass es passt, ne? Rum. Rum müssen wir nochmal schauen, ne? 96 sind die. Okay. Müssen wir gucken. Wie sieht's hier mit der Kohle aus? Ja, wir müssen gucken, ob das hier noch rechtzeitig abgeholt wird, ne? Dran anhalten! Es mangelt an Arbeitskraft. Nach einem langen Tag wärme ich mich am Ofen. Das hat hier was mit der Dings zu tun, mit der Krankheit, die hier läuft. Müssen wir abwarten. Was sagt die Rumproduktion? Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Alles klar. Noch. Ich schau mal ganz kurz hier eine Bevölkerung an. 12 kommen noch dazu. Okay, wir brauchen noch mal 3 Häuser. Okay. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie wir das hier machen wollen. Ja, ich muss erstmal umstellen hier. Erstmal umstellen. Hier ist ja Platz. Nehmen wir das hier mal weg. Machen es mal so. Ja, es läuft ja jetzt darauf hinaus, dass wir noch eine bauen müssen. Wenn man sich das so anguckt, die Rumproduktion, die langt so nicht. Läuft schon alles auf 100%, ja. Aber wir brauchen noch mehr. Lass mal so hier hin dann. Und wenn das läuft... Oha. Okay, das wird zu einem Problem. Irre, wie viel Rum man braucht, ne? Wenn wir nochmal ganz kurz in Capture Launi schauen. Hier wird, glaube ich... Ja, müssen wir nochmal gucken. Kisten unter Deck! Nee, K.
Grad T2, ja. Neue Befehle? Alter, was hier so an Schiffen rumfahren, ne? Das ist nicht ohne. Da müssen wir noch im Blick behalten. So, ihr Lieben, hier warten wir noch mal ab, wie die Produktion läuft. Die Arbeitskräfte kommen noch ran, klaro. Wir sind schon mal bei 14. Wir werden höchstwahrscheinlich noch einen bauen müssen. Das ist so die Route, die in die neue Welt führt, ne? Kisten unter Deck. Kaffee, Pferd hier, Kautschuk, Schokolade. Also hier fahren ständig Schiffe hin und her. Das zeigt halt auch, wie beliebt das Ganze dann ist, ne? Also. Ups. Hauptthema ist hier jetzt natürlich, reicht das? Neue Befehle? Kartikole 1. Kisten unter Deck. Das Paprikaschiff. Nein, nein, halt! Was sagen hier unsere Lagekapazitäten? Sind langsam. Toll, ne? Schiff steht bereit. Er holt jetzt was ab. Dran anhalten. Mehr Druck im Kessel. Und hier kommt Paprika rein. Dran anhalten. Nee, hier kommt nix, nix. Kohle 2. Frage ist jetzt, ob er das hier hinbekommt. Mehr Druck im Kessel. Frachtschiff steht bereit. So, der lässt hier wieder was da. Und ich hoffe mal, dass er jetzt hier hinfährt. Weil dann haben wir es einigermaßen hinbekommen.
Dann langt auch die Tour so, ne? Mehr Druck im Kessel. Ja. Sehr schön. Ich glaube, das langt. Jetzt gucken wir noch mal in der neuen Welt. Ups, Entschuldigung, wir sind in die alte gefahren. Neue Welt. Wie sieht's aus mit unserer Rumproduktion hier? Einen können wir noch. Einen können wir noch verkraften. Eieiei, Leute. Einen können wir noch. Der mal hier hin. Und wir brauchen wieder 3 Häuser. So, das ja, werden wir mal hier irgendwie versuchen hinzukriegen. Kann man das nicht anders machen hier? Nicht so machen. Na, müssen wir so. So, jetzt brauchen wir noch mal 3 Häuser. Hier ist eine Ölquelle. Das wird hier so nichts, aber es könnte sowas werden. Die Epidemie wurde besiegt. Kann man hier noch rüber? Ja, hier kann man rüber. Uiuiuiui. Platz, 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 Leute. Platz ist echt ein Issue gerade. Will den hier mal so hierhin verlegen. Und dann will ich mal kurz schauen, wenn ich diese Brücke abreiße, komme ich mit der hier rüber. Ja, tun wir. Frage ist jetzt folgende. So, ja. Hier ist eine Straße zwischen. So. Krieg so kein Häuschen hin. So, aber hier müssten wir welche hinkriegen. Genau. Deswegen werde ich hier mal schauen. Eins, zwei. Hier passt keiner rein. Nicht schlimm. Kann ich die nicht irgendwie hier hinstellen? Nee, der passt hier nicht. Mal hier hin. Der Patron will sein neues Buch um den Dünger auf. So, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber wir machen ordentlich miese gerade. Aber richtig.
So, ihr Lieben, wir müssen hier echt nochmal schauen. Die Rumproduktion muss laufen. Hier brauchen wir ein bisschen mehr. Und natürlich in der neuen Welt. Neuen Welt, sage ich. In der Arktis, das sind so die Sachen, die uns Kopfschmerzen machen. Aber ist dann soweit ab der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao, euer Fadi.